Leute, Sini am Start und willkommen zu einem neuen Boruto-Video. Heute geht's um ein überirdisches Thema, denn wir sprechen natürlich über das Auge von Boruto, das ein bisschen in Vergessenheit geraten ist über die letzten Jahre. Also wir müssen endlich mal wieder über das Yogan sprechen. Wir haben nicht viele Informationen dazu bekommen, natürlich. Die letzten 2-3 Jahre kam das auch im Anime nicht mehr wirklich vor. Im Manga hat das ja sowieso keine Tragweite, von daher können wir diesbezüglich auch von Manga-Seite aus nicht wirklich was dazu sagen, aber wenn man sich den weiteren Plot anschaut, wenn man sich das aktuellste Kapitel anschaut, kann man vielleicht Verbindungen knüpfen und das mache ich mit dem heutigen Video, deswegen gehen wir ein bisschen in die Thematik rein und ich hoffe, dass das alles Hand und Fuß hat, was ich hier aufrolle. Also kommen wir nochmal zu den Facts, die definitiv stehen, die sich auch über die letzten 2-3 Jahre nicht verändert haben. Das Yogan findet nur bisher, Stand jetzt, im Anime statt, im Manga gibt es das nicht. Alle Szenen, die Boruto bzw. Borushiki gezeigt haben, zeigen diesen Charakter mit dem reinen Byakugan von Momoshiki. Im Manga gibt es das Yogan nicht. Das Yogan findet nur oder fand nur im Anime statt bis zu einer bestimmten Episode, weil wir auch diesbezüglich seit 2 Jahren kein Content mehr zum Auge von Boruto im Anime bekommen haben. Es gibt ein Panel im Manga, was anders betrachtet wahrgenommen werden kann, und zwar in Bezug auf die Otsutsuki-Gottheit, wo Ishiki zu Code spricht. Da haben wir ein Bild bekommen, wo wir eine Otsutsuki-Gottheit sehen, einen Status, eine Position, die jetzt doch mit dem neuesten Kapitel durch vielleicht Shibai Otsutsuki erreicht werden konnte. Da haben wir in irgendeinem Kapitel von vor 1 oder 2 Jahren gesehen, dass es verschiedene Augen gibt, die optisch genauso aussehen wie das Yogan. Dementsprechend könnte man hier seine Verbindung ziehen. Wir haben aber nicht die Bestätigung dafür bekommen, dass das hier das gleiche ist. Von daher auch da den Ball flach halten, wissen wir an der Stelle nicht. Könnte aber sein, dass das die erste Erwähnung des Yogans war, auch wenn sie namentlich noch nicht bekannt gegeben wurde. Die Fähigkeiten des Yogans sind noch nicht wirklich erklärt. Wir wissen, dass negative Emotionen wahrgenommen werden können. Wir wissen, dass Chakra-Quellen wahrgenommen werden können. Aber natürlich konnte Boruto im Anime auch die Dimensionsportale von Urashiki erkennen. Also mit dem Yogan kann man auf jeden Fall etwas Zwischenweltliches irgendwie wahrnehmen. Und mehr wissen wir noch nicht wirklich. Durch Dimensionen reisen kannst du mit dem Yogan nicht, auch wenn das einige denken, das ist nicht der Fall. Und auch im Sumire-Arc damals mit dem Portal war das eine Auswirkung der Nui und nicht von Borutos Auge. Es hat nur schlussendlich darauf reagiert oder konnte Portale sehen, die auf einen Ausgang hingedeutet haben. Borutos Auge schläft irgendwie seit 2-3 Jahren im Anime. Keine Ahnung, was damit los ist. Ich tippe eher darauf, sogar zu sagen, dass es aufgrund der aktuellen Situation nicht zu einem Yogan kommen kann, weil Momoshiki dies mit seiner Karma-Transformation über Boruto vermutlich stören wird. Ich weiß zwar, oder wir wissen natürlich, dass im Timeskip Boruto das Karma und das Yogan hat, aber ich denke, dies ist ein anderer Zeitpunkt, da er beides kontrolliert einsetzen kann. Und wir vielleicht auch von einer Situation sprechen, von einem Zeitpunkt dort sprechen, wo ein Momoshiki vielleicht gar nicht mehr relevant ist. Ich denke nur, es passt zeitlich gerade ganz gut, weil wir viel über das ganze Karma-Ding aktuell sprechen, dass Yogan einfach im Anime gar nicht mehr auftaucht. Es könnte ja theoretisch auch beides gleichzeitig auftauchen, das passiert aber nicht. Also genau seit dem ganzen Karma-Vorfall mit Kara und Ishiki und dem ganzen Kram jetzt auch mit Code ist das Auge nicht mehr vorgekommen. Ich halte es nicht für einen dummen Fehler vom Studio, dass sie das Auge einfach vergessen haben. Das glaube ich eher nicht, weil es dann schon ein zu wichtiges Thema ist. Demnach denke ich, dass man sich hierbei irgendwie etwas denkt und vielleicht später noch auf die Lösung kommt zu sagen, das Auge hat schon vor dem Karma existiert, also zumindest im Beispiel von Boruto. Was auf jeden Fall ziemlich seltsam ist, ist die Tatsache, dass Toneri und Urashiki beide keine High Ranks sind, beide kein Karma mal abgeben und beide nicht
die Relevanz des Otsutsuki-Clans ausstrahlen, wie es beispielsweise Momoshiki und Ishiki getan haben. Beides Charaktere sind, die über ein Yogan sprechen, während hingegen Momoshiki und Ishiki das nicht getan haben, wie wir gesehen haben, dass Yogan auch im aktuellen Verlauf nicht relevant ist, nicht vorkommen wird. Vermutlich mein Gedanke dazu, das Ganze unterdrückt werden kann aufgrund der aktuellen Verhältnisse des Karma-Mals oder der Karma-Mal-Transformation. Ich denke, wir haben ein Panel gesehen durch Otsutsuki-Gottheit, Shibai Otsutsuki und so weiter, Auslegungssache an der Stelle einfach, dass wir dadurch wieder die Connection zum Yogan kriegen können. Das wird ja letztendlich auch ein Shinjutsu sein, genauso wie die Augen von den anderen Charakteren auch alles Shinjutsus sind, wie wir beispielsweise bei Kawaki erfahren haben oder auch beispielsweise bei dem Auge von Ada gesehen haben, was ja auch DNA-technisch von Shibai stammt oder auch zum Beispiel das Auge von Daimon optisch genau dem nachzuempfinden ist, wie optisch das Auge von Boruto aussieht, von der Mondstatur her, dass Borutos Yogan den Vollmond darstellt, Daimons Auge den Halbmond und Adas Auge den Sichelmond darstellt. Das könnte an der Stelle natürlich auch eine große Verbindung haben und alles zurückzuführen sein auf eben besagten Shibai Otsutsuki oder auf eine bestimmte Position, einen Status erreichen zu können, dass man sich dieser Kräfte bemächtigen kann. Und vielleicht braucht ein Shibai Otsutsuki auch nachher ein Auge wie Boruto. Auch diese Prophezeiung, die Momoshiki die ganze Zeit Boruto entgegenwirft, deine Augen werden dir alles nehmen, dieses ganze Thema, ist ja Auslegungssache, weil Toneri genau das Gegenteil sagt, wobei man aber nicht wirklich sagen kann, ob die jetzt beide das gleiche meinen, weil Toneri natürlich schon über die Augen gesprochen hat in Bezug auf das Yogan, während Momoshiki über Borutos Auge spricht, aber nur in Bezug darauf, wenn Momoshiki seinen eigenen Körper übernimmt und dadurch natürlich das Byakugan ausstrahlt und nicht das Yogan. Wir haben ja immer gesehen, dass wenn Boruto die Kontrolle verliert, strahlt er nicht das Yogan aus, sondern das Byakugan von Momoshiki. Demnach könnten also beide etwas Unterschiedliches mit der Formulierung der Augen meinen. Natürlich kann ich da jetzt nicht näher drauf eingehen, weil ich nicht weiß, was das Yogan wirklich ist oder wer das Yogan alles kennt oder sonstiger Kram. Ich kann nur mutmaßen, wie wer auf dieses Thema reagiert, wer darüber gesprochen hat und wer nicht. Und der Punkt ist eben, dass Momoshiki und Ishiki bisher nicht darüber gesprochen haben. Worauf ich also hinaus will, sollte klar sein, Momoshiki, Ishiki haben beide nicht über das Yogan gesprochen, während wiederum Toneri, Urashiki beides namentlich kannten und besprochen haben und es auch mehrfach erwähnt haben. Beide existieren im Manga nicht, Yogan existiert im Manga nicht, deswegen muss man schauen, wo knüpft man hier an, wo macht man die Connection. Man kann es unterschiedlich auslegen, wie gesagt, ich habe kein Fundament für meine Aussagen, das ist alles nur Spekulation an der Stelle. Ich kann mir gut vorstellen, dass Toneri im Vorhinein Vorkehrungen getroffen haben muss in Boruto für gewisse Zustände, die in der Zukunft passieren könnten, weil halt auch er irgendetwas gesehen haben muss oder über irgendetwas Bescheid weiß, was wir als Zuschauer noch nicht wissen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das Yogan vielleicht ein höheres Etwas ist, das man erreichen möchte, wie ich es halt gerade schon besprochen habe in Bezug auf den Otsutsuki-Gott. Eine Art Zustand, eine Art Kraft, die man vielleicht versiegelt, die aktuell schläft, aufgrund der ganzen Momoshiki-Sache, die in Boruto aktuell abgeht, dass sie vielleicht auch nicht auf jeden Otsutsuki gleich reagiert, weil man ja wirklich sagen muss, dass sie auf einen Urashiki, auf einen Toneri oder auf alte Arcs reagiert hat, aber gerade wenn es um die Otsutsukis geht, da reagiert das Yogan gar nicht. Vielleicht hat das einen näheren Hintergrund, dass es aktuell vielleicht wie annulliert wirkt, wie unwirksam oder wie deaktiviert oder sowas, oder vielleicht schläft es auch oder wirkt wie versiegelt. Vielleicht weiß ein Momoshiki gar nicht, dass Boruto ein Yogan hat, weil das ja auch namentlich nie erwähnt hat. Vielleicht wusste es ein Ishiki nicht und vielleicht hätten diese Charaktere anders gehandelt, wenn sie von der Existenz eines solchen Yogans gewusst hätten. Weil wie gesagt, im aktuellen Geschehen ist das sowohl im Manga als auch im Anime, wenn der Anime dann mal den Manga adaptiert, nicht am Start.
Von daher denke ich, das wird erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgerufen oder wieder aktiviert werden, sobald es um etwas geht, was den Hintergrund des Yugans aufklären wird. Und da könnte ich mir halt den ganzen Kram mit Shibai Otsutsuki, mit der Otsutsuki-Gottheit und den Shinjutsus was definitiv vorstellen. Also da könnte ich mir auf jeden Fall einen Verbindungspunkt vorstellen und deswegen will ich dieses Video hier machen, um zu zeigen, hey, es könnte bald wieder in so eine Richtung gehen, weil wir jetzt ein bisschen die Hintergründe von dem ganzen Kram entdecken. Wieder die genaue Erklärung ist, kann ich hier nicht herbeiführen, weil mir dazu sämtliche Informationen fehlen. Heißt also, ich kann nur gewisse Fragmente in den Raum werfen und sagen, das hat eine Verbindung mit dem, das hat eine Verbindung mit dem, das könnte sein hier, das könnte sein dort und fertig. Mehr kann ich am Ende des Tages nicht machen. Eine tiefergehende Analyse ist zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich. Dieses Video ist deshalb nochmal dazu gedacht, um die ganzen Dinge zusammenzufassen, um zu sagen, hey, das ist der Stand um das Yugan und es könnte sein, dass wir uns nächstes Jahr im Manga wieder dem Thema ein bisschen mehr widmen, weil wir uns jetzt auch dem göttlichen Ursprung der ganzen Kraft widmen. Also das wird sehr interessant werden, da habe ich sehr Bock drauf und bin mal gespannt, ob es wirklich mit dem ganzen Thema, mit Shibai, mit Ada Daimon, mit den Otsutsukis wirklich was zu tun haben wird oder ob es am Ende des Tages wirklich Anime Original bleibt und sich Studio Piro was Eigenes mit dem Auge ausdenkt, wobei ich nicht denke, dass das passieren wird. Damit wäre es das von meiner Seite aus zu dem Thema gewesen. Lasst mir gerne eure Gedanken zu den ganzen Sachen unten in den Kommentaren da und natürlich wie immer für den Support einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao!